So, herzlich willkommen zu Let's Play Battlefield 3, einer Special Edition, besser gesagt einer Special Video, was ich machen möchte hier, oder besser gesagt gerade mache. Und wir haben hier jetzt gleich mal den Deploy Screen, so ein episches Intro-Video oder sowas, oder ein Spielmenü, das kann ich euch leider nicht zeigen, sowas gibt es nämlich gar nicht. Warum genau, das erkläre ich euch gleich. Wir haben jetzt erstmal hier den Deploy Screen und da können wir hier auswählen, bei welchen Squad-Mitgliedern wir spawnen möchten. Wir haben hier zwei zur Auswahl. Hier auf der Map sehen wir auch, wo das ist. Und haben hier auch eine kleine Vorschau, wie ihr im Hintergrund sehen könnt. Wir können allerdings auch das Attacker Deployment nehmen, also die Hauptbasis. Und hier unten seht ihr die verschiedenen Soldatenklassen. Wir hatten ja Assault, also den Sanitäter, den Engineer, der sich für die Fahrzeugreparaturen einsetzt und zur Panzerabwehr natürlich hergenommen wird. Hier hätten wir noch den Supporter für den Munitionsnachschub und den Scharfschützen. Hier haben wir die Funktion Change Item. Hier können wir kleine Änderungen vornehmen an unserer Ausrüstung. Kann ich beispielsweise ein anderes Gewehr auswählen. Noch genauer geht es natürlich über den Customize-Button hier. Da haben wir hier nämlich nochmal sämtliche Soldatenklassen aufgelistet. Ich habe jetzt hier den Assault. Da klicke ich hier mal auf Loadout und dann kann ich hier beispielsweise von meiner Primärwaffe über den Accessories da allerlei Kleinigkeiten ändern. Ich werde mir jetzt hier erstmal ein weiteres Gadget nehmen, nämlich den Defibrillator, den hatte ich vorhin freigeschaltet. So, dann haben wir hier natürlich noch den Reiter Squad, da können wir sagen Squad verlassen und Team wechseln. Macht man natürlich nicht. Und wie schon gesagt, wir sind hier das Attacker-Team, das heißt wir spielen hier den Rush-Modus. So, pass mal auf, ich werde jetzt erstmal irgendwo in Deckung gehen, wo wir in Ruhe quatschen können vorerst mal. Also mit der Spielaction wird es gleich losgehen. Das Ganze sieht jetzt nämlich folgendermaßen aus. Wir sind hier im Rush-Modus und da gibt es das Angreifer- und das Verteidiger-Team. Ziel des Angreiferteams ist es, zwei Zielobjekte auf der Map mit Sprengsätzen in die Luft zu jagen, und wenn das gelingt, dann geht es in eine nächste Sektion, wo wieder zwei Zielobjekte auf ihre Zerstörung warten und das verteidigende Team muss eben die Angreifer einfach aufhalten. Das ist der Rush-Modus an der ganzen Sache. Das angreifende Team, das hat begrenzte Tickets, das heißt, wir können nicht ewig lang respawnen, die Gegner, Verteidiger jedoch schon. Und es gibt hier gleich mal ein paar negative Punkte, beispielsweise wenn ich hier in dieses Spielmenü rein will. Das geht nur, wenn ich gespawnt bin, so wie jetzt. Zu anderen Zeitpunkten komme ich in dieses Menü nicht rein. Das heißt, ich kann immer noch abgeschossen werden. Und ich werde jetzt hier mal kurz in den Videoeinstellungen auf einmal auf Hochstellen und hier den Fullscreen einschalten. Jawohl, ja. Komm, speichere das mal ab. Und das heißt, wenn ihr gerade in den Optionen irgendwas rumtut und ihr werdet abgeschossen, dann werdet ihr aus den Optionen rausgeschmissen und landet beim Respawn-Menü und die Optionen, die werden natürlich nicht geändert. Also das ist noch ziemlich blöd gemacht, genauso wie das Starten von Battlefield 3. Denn, ja, nicht wundern, meine Waffe verschwindet hier des Öfteren. Das liegt daran, dass das einfach noch eine Beta ist. Nee, wenn ihr Battlefield 3 starten wollt, ihr müsst erstmal Origin starten und euch da einloggen. Da klickt ihr unter meine Spiele dann auf Battlefield 3 starten, doch das Spiel startet natürlich nicht. Warum sollte es auch? Dann könntet ihr ja spielen. Nein, es macht erstmal euer Webbrowser auf, der bringt euch dann auf die Webseite des Battlelogs. Der Battlelog ist eine soziale Plattform, im Grunde genommen genau das gleiche wie Facebook, nur eben für Battlefield 3 zugeschnitten. Und da könnt ihr dann auswählen, ob ihr Multiplayer spielen wollt, die Coop-Missionen oder die Kampagne. Und erst dann startet Battlefield 3. Das gibt's natürlich in der Beta-Version alles nicht. Da könnt ihr nur den Multiplayer-Modus auswählen. Und bei dem müsst ihr vorher noch eine Verbindung zu einem Server herstellen. Erst dann startet Battlefield 3, und das ist meiner Meinung nach wirklich sehr blöd gemacht. Und wenn ihr euch mal in den Foren umguckt, werdet ihr feststellen, dass ich da nicht allein dastehe mit dieser Meinung. So, und was mich aber erstmal verwundert, das hier sind hohe Einstellungen, Grafik-Settings, und es läuft flüssig, wie ihr sehen könnt. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass das überhaupt nicht flüssig läuft hier, weil ich habe noch keine System-Upgrades durchgeführt. Bei mir ist immer noch 32-Bit-System installiert, immer noch der alte Prozessor. Also ich habe hier nichts geändert, auch keine neue Festplatte und gar nichts. Aber es läuft prickelnd, wie ihr sehen könnt. Was mir auch gefällt, da in den Hintergrund sieht man hier beispielsweise den Eiffelturm.
Da verwechsel ich da gerade was mit den Namen. Ich weiß es nicht. Ich bin heute ein bisschen, ja. Ja, Enemy Soldier spotted, das ist ja schön. Wo denn? Lass mal sehen. Ach, da drüben irgendwo. Ja, dann ist ja schön. Wir begeben uns jetzt erstmal zu. Okay. Da ist einer, das sieht da an der Taschenlampe oder an dem Reflex-Ding, was der hat. Oh, das war eine Granate. Okay, wer Lust hat, meine Respawn-Screens zu zählen, der kann jetzt übrigens damit anfangen, ne? So, nee, für die, die es interessiert, ich spiele hier auf einem Laptop, dem Samsung R522. Ich spawne hier... Hui, wir können aber um vielen Leuten spawnen. Wieso ist denn der Typ Mobile Spawn Point zweimal vorhanden? Zwei gleiche User oder was? Das ist ja witzig. Nee, das ist der R522 Laptop von Samsung. Was war das denn gerade? Der hat einen Intel Core 2 Duo Prozessor, den T6500, der hat 2x 2,10 GHz, des Weiteren ist Windows 7 Home Premium 32-Bit installiert und an der Grafik müssen sie noch ein bisschen schrauben, die Jungs von DICE, meine ich. Dann hat das Ding 4 GB RAM, ach, er ist schon tot, und 320 GB Festplatte. Grafikchip ist ein ATI Mobility Radeon HD 4650, der hat 1 GB Speicher, zumindest nutzt er so viel. Ach, wir sind hier beim falschen Ding, meine Güte, sag das doch. Und, aua. Ach, mich hat's erwischt. Ja, so viel also mal zu meinem System und ihr seht hier schon, es ist noch ein bisschen verbuggt, wenn man von Gegnern getroffen wird, kann man meistens noch 4 Meter weit laufen, dann fällt man erst zusammen und kriegt mindestens, dass man längst tot ist. Und, oh, your team lost. Die Runde ist offenbar längst vorbei. Okay, schade. So, dann haben wir hier natürlich jetzt noch das Scoreboard, wo wir sehen können, wie viele Punkte wir gemacht haben. Hier jetzt nochmal kurz, wie viele Punkte wir fürs nächste Rank-Up erhalten haben, was für Ribbons und so weiter wir freigeschaltet haben. So, hier nochmal das Scoreboard in der Übersicht. Dann haben wir noch den Reiter Unlocks, wo quasi eigentlich drinstehen sollte, was wir freigeschaltet haben an Waffen. Hier die Awards, also diese Rush Ribbons und so weiter. Dann haben wir hier die Statistiken der Fahrzeuge, wie viel Punkte wir mit welchem Fahrzeug gemacht haben. Hier stehen die Items, die als nächstes freigeschaltet werden. Das nächste gilt natürlich auch für die Kids, also für die Soldatenklassen. Und da seht ihr, ich bin mit Support Kit eigentlich gleich fertig. Und hier hat man nochmal die Statistiken in der Übersicht. Und hier fertig bin ich natürlich nicht. Ich bin halt so weit, das nächste Ding freizuschalten. Das werden wir dann machen. Und jetzt sollte ich erstmal die neue Runde starten. Übrigens, euch ist vielleicht schon aufgefallen, dass ich das Ganze mit ein bisschen Musik untermale hier, um es ganz einfach ein bisschen spannender zu gestalten, dieses Special. So, ich werde jetzt mal... Wir spielen jetzt die Verteidiger. Das ist unsere Aufgabe, jetzt diese Stützpunkte da zu verteidigen. Ich spiele jetzt mal als Supporter und sag hier Deploy. So, meine Waffe. Hallo? Ach. Hier fliegen übrigens die ganze Zeit so Flugzeuge durch die Gegend. Das ist recht witzig. Die werden von Flugabwehrstellungen abgeschossen und die müssen eben die Attacker ausschalten. Das kann ich euch gleich zeigen, wenn ich jetzt endlich mal laufen könnte. So, jetzt. Ich habe meine Waffe schon wieder vergessen. Nein, da ist sie. Ja. Schon wieder. Da stehen diese Flugabwehrdinger. Hallo? Ah ja. Die ballern hier hin und wieder allerlei Raketen los. Pass mal auf, kommen da gerade irgendwelche Flieger angedackelt? Ja, da kommt einer, der wirft hier die Fallschirmspringer ab. Da fliegt die Rakete und holt das Ding runter. Das ist so geil gemacht hier. So, die Umgebung, die ist natürlich nur teilweise zerstörbar übrigens. Pass mal auf, das kann ich vielleicht hier an der Mauer zeigen. Granate hin. Huch. So, geh mal hoch. Das war's jetzt erstmal mit der Mauer. Mehr passiert da nicht. Also es sind leider nicht komplette Gebäude zerstörbar, obwohl das schon DirectX 10 Software ist. Also es ist schon ein bisschen... Oh, B wurde scharf gemacht. Dann sollte man da vielleicht ganz schnell mal hinlatschen. Und hoppes. Leute, ich brauche Verstärkung hier. Ich bin nämlich irgendwie tot. Ja, so viel zu dem Thema erstmal. Ein Kit Assault. Ihr werdet auch schon feststellen, dass sehr viele Leute mit Assault spielen, also mit dem Sanitäter, weil das wirklich die einfachste Klasse ist für Anfänger. So, wieso bist du da hinten? Ist doch viel zu weit weg. Wir müssen noch zu den Stützpunkten. So, wieder eine Rakete gestartet.
Yep, da qualmt es gerade ein bisschen. So, also das Ganze läuft übrigens noch ein bisschen instabil. Auch Battlefield 3 schmiert manchmal auch ab. Und es liegt allerdings, dass es dieses Ding, das könnte manchmal ein bisschen lacken und stocken. Das liegt aber teilweise auch an der Aufnahme. Da läuft ja jetzt Fraps mit. Und übrigens möchte ich mich da auch gleich mal entschuldigen bei meinen ganzen Abonnenten, die ja schon seit einer Woche oder was da drüben läuft, Alter. Die auch schon seit einer Woche oder was hier auf mein Battlefield 3 Special Video warten. Das sollte eigentlich auch schon vor 3 Tagen rausgehen, aber... Was war das denn? Ach Mensch, ich werde von hinten beschossen. Es hat haufenweise Probleme gegeben, denn ich konnte das Spiel erstmal überhaupt nicht starten. Ich habe ständig die Fehlermeldung bekommen, you have been disconnected from the login server, das Ding hier ist im Arsch. Und es gibt sehr viele Leute, die exakt das gleiche Problem haben, wie ich es hatte. Da gibt es eine ganz einfache Lösung, die funktioniert übrigens auch bei Battlefield Play for Free, sollte dieses nicht funktionieren. Uah, verdammt. Ja. Also ich habe ja noch ein bisschen Probleme, die Freunde und von den Feinden zu unterscheiden. Und ich finde es auch ein bisschen unrealistisch, dass diese Taschenlampen tagsüber so blenden. Das ist eigentlich total... Nee. Dass diese Fehlermeldung andauernd kommt, das liegt an einer Host-Datei in eurem Windows-Verzeichnis. Die müsst ihr rausschmeißen, aber am besten nicht löschen, sondern einfach auf den Desktop verschieben. Dazu geht ihr in das Verzeichnis C, Windows, System 32, Drivers und dort dann wiederum in den Ordner etc. Und da drinnen, da befindet sich eine Datei, die nennt sich Host. Wir haben gerade dieses Objective verloren, wir sollten uns zurückziehen. Holla, hier wird ordentlich bombardiert. Nee, diese Host-Datei, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was die macht. Ihr braucht diese Datei anscheinend auch überhaupt nicht zum... Lauf schon, lauf! Auch überhaupt nicht, um Windows zu starten oder so. Also ich habe meinen Rechner jetzt schon 10-mal neu gestartet, ohne Probleme, oder was? Ach, da unten geht's rein. Oh, das war offenbar zu viel. Und die Host-Datei, die braucht ihr einfach nur auf den Desktop verschieben. Eventuell solltet ihr vorher natürlich euren Webbrowser und Origin beenden und danach dann mal neu starten. Wie Suicide? Ich hab nix suicided, spinnst du? So, rechts unten seht ihr übrigens diese 100%, das stellt unser Leben dar. Und darunter haben wir den Feuermodus, den kann ich hier mal wechseln. Fällt das auf? Ich weiß es nicht, wahrscheinlich auf Fullscreen oder so. Dann haben wir natürlich noch die Anzahl der Patronen und des Magazins. Und Waffen wechseln geht übrigens einfach Mausrad drehen. Das ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil ich muss zugeben, ich habe ja wirklich stundenlang, tagelang Battlefield 2 gezockt in der letzten Zeit. Da ist es so, dass man die Waffen zuerst mit dem Mausrad auswählen muss und die Auswahl mit der linken Maustaste dann bestätigen muss. So, Squad spawns on you. Ist ja schön. Lass mich da rein! Und von daher ist das Ganze für mich hier noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, Tastenkürzel zu nutzen, zum Beispiel G für Granaten oder F für das Messer. Mist! Komm schon, stirb! So, das ist hier übrigens auch das Bipod, wie ihr sehen könnt. Da kann man nur in einem bestimmten Winkel so hin und her drehen und da kommt gleich einer. Das sieht man schon an den Taschenlampen, dass da einer gesemmelt kommt. An den Scheinwerfern, meine ich. Im Lichtschein. Das ist... Na komm schon, schieß! Ha, hab ihn erledigt. So, lad mal nach kurz. Enemy down, 100 Punkte. Das ist ja super. Ich schmeiß mal hier kurz ein Supply Kit hin. So, jetzt mal kurz vor hier und dann nochmal... Ach du Schande, schmeiß die Granate! Na, zu spät. Ja, das ist noch ein bisschen... Bisschen Beta, ne? Ist übrigens auch ein bisschen merkwürdig, dass man hier durch Felsen hindurch erschossen werden kann. Das ist mir jetzt auch schon passiert. Da denkt man sich halt dann auch, Deckung gehen, wozu denn eigentlich noch? So, ist das eigentlich die richtige Richtung? Hier ist Checkpoint A, da drüben B, ja doch, ist richtig. So, dann gibt es natürlich noch einen Anzeigefehler in dem Spiel. Meistens werden nämlich Verbündete und Gegner, da ist die Granate, erst viel zu spät angezeigt. Also, jetzt, man sieht die teilweise gar nicht. Das finde ich noch etwas suspekt. Da stehen die vor einem und man sieht sie nicht. Ha, erledigt. Moment, welches? B. Ach du Pfanne.
Nein, das ist ein Gegner! Verdammt. Zu spät reagiert. So, übrigens mit diesem Thema Zerstörung und so, habt ihr ja auch schon gesehen, dass hier die Wand einfach so wegbröselt. Das ist zwar echt cool, was hier an Zerstörung und so weiter möglich ist, aber so ganz Zerstörungsding, wie Dice uns das versprochen hat, scheint das offenbar noch nicht zu sein. Außerdem habe ich heute in den Foren einen FAQ-Eintrag eines DICE-Mitarbeiters gelesen, der mich ja nicht wirklich gefreut hat. Der Typ meinte dann nämlich, dass es nicht möglich sei, komplette Gebäude oder sowas zu zerstören. Ich werde gerade beschossen, Moment. Ach nee, der ist schon tot. Der hat da geschrieben, es wird möglich sein, Teile von Gebäuden zu zerstören. Und auch von der Umgebung und so, aber... Wieder hat mich erwischt. Gibt's doch gar nicht. Man wird eben nicht ganze Städte niedermähen können. Das wird leider nicht gehen, hat der da geschrieben. Und es wird einige kleinere Gebäude auf manchen Maps geben, die man komplett zerstören kann. Aber das war's dann auch schon. Und ich hoffe ja wirklich sehr, dass der da wirklich nur Müll geschrieben hat und das sich später noch ändert in der Vollversion. So, jetzt wird hier gerade Checkpoint A bombardiert. Den sollte man ganz schnell entschärfen. Verdammt, zu spät. Aber ich kann da trotzdem noch eine Granate... Ja, das meinte ich gerade. Kein Gegner steht vor uns, aber wir werden erschossen. Und, was soll's. Dürfte ich jetzt mal wieder spielen? Bitte, danke. Dann zeige ich euch jetzt noch ganz schnell den Engineer. Der ist ja auch recht interessant. Spawnen wir mal an diesem Squad Tiny. So, wo sind wir denn jetzt? Nee, du wirst mich nicht killen. Wo ist meine Waffe? Ach, da ist sie. Wo sind wir denn? Ach, wir sind jetzt in den oberen Stockwerken der Substation, der Subway Station. Genau, und von da unten kommen die Gegner alle hochgesammelt und... Huch, was war das denn? Ach Mensch, das war wieder Zone-Alarm. Irgend so eine Kackdatei versucht schon die ganze Zeit einen Zugriff aufs Internet zu erhalten. Ich weiß nicht, was das für ein Ding ist. Kommt immer während Battlefield. Es hat aber definitiv nichts mit Battlefield zu tun, weil das Ding hat nämlich kompletten Zugriff. So. Ich schmeiß da mal eine Granate runter. Da, schluck das! Komm schon, friss es! Ha, ihn hat's erwischt, aber ob ich das war, keine Ahnung. So, darf ich jetzt mal wieder spawnen? Ich möchte hier den Raketenwerfer demonstrieren. Hallo? Deploy? Ah ja, na also. Wo sind wir denn? Da sind wir, hier sind wir, dort sind... Näh, das ist ja super. War das der gleiche Typ schon wieder? Nee, keine Ahnung. Warte mal, wir spawnen jetzt mal nicht an dem Typen da. Wir machen das mal so in unserem Deployment. Aber hier lässt er mich doch wohl in Ruhe, oder? So, Moment, das Ding markiert den Weg, wo es lang geht. Da hinten ging es raus, genau. Mal auf, können wir hier raus, ohne dass gleich eine Warnmeldung kommt? Nee, können wir nicht. Tja, pass mal auf, kann ich dann eventuell, kann ich das hier zeigen? Habe ich jetzt den Raketenwerfer? Ah ja. So, machen wir das mal so. Ich gehe mal ein bisschen näher hin. Tja, mehr passiert dann nicht mit dem Raketenwerfer. Da habe ich mir eigentlich mehr erhofft. Zumal, wenn man auch Granaten einsetzt. Sag doch, dass ich erschossen wurde. Mal, wenn man auch Granaten einsetzt, man wird von den Explosionen leider nicht zurückgeschleudert. Das scheint in der Beta also nicht mit drin zu sein. Das hatte ich mir eigentlich, nachdem das in der Fault Line Series demonstriert wurde, hatte ich mir erhofft, dass das auch in Multiplayer vorkommt, aber dem scheint nicht so zu sein. Und pass mal auf, da wir jetzt hier draußen sind, ich habe schon festgestellt, dass das Spiel hier draußen ziemlich arg ruckelt. Keine Ahnung, woran es liegt. Ich werde es mal abspeichern jetzt hier. So. Oh je, das ruckelt schon extrem stark hier. Ja, wir fallen doch back. Junge, was willst du eigentlich? Defend the base objectives. Bin doch gerade dabei. Ballert da einer auf uns? Nee, ne? So, was ich übrigens auch toll finde, ist diese Animation hier. Wenn man hier über Hindernisse hüpft, beispielsweise hier mit... Ach, das zeigt er da gar nicht. Zeigt er das hier? Ja, genau, mit den Füßen. Finde ich auch so geil, wenn man nach unten guckt, dass man seinen eigenen Körper sieht. Das sah ja in anderen Spielen wie Far Cry 1 und Turok 2 immer ziemlich merkwürdig aus, wenn man hier bloß einen einfachen Schatten gesehen hat. Na, leg dich hin.
Ja. Wie man hier gerade sehen kann, die Steuerung, die funktioniert manchmal nicht wirklich. Die setzt einfach aus. Ich wollte mich jetzt eigentlich hinlegen, aber das macht ja nicht. Also, das ist noch sehr, sehr verbesserungswürdig, das Spiel hier. So, komm, ich will mich jetzt eigentlich ducken, aber geht nicht. Ha, daneben mit deiner Kackrakete, Junge. So, pass mal auf, das könnte ich jetzt eigentlich an dem Gebäude da zeigen. Da kann man nämlich auch ein paar Sachen schon zerstören. Bam! Da fliegen hier richtig schön die Teile weg. Das könnte ich eigentlich auch hier mit unserer Hauswand machen, glaube ich. Pass mal auf. Na komm, schieß. Nein, kann ich nicht machen, so viel zu dem Test. So, kann ich mich jetzt hinlegen? Das ist das nächste übrigens. Hier, das sind unsere Squad-Mitglieder und die sind unsichtbar. So, ich kann jetzt noch laufen, bin aber tot. Also das Ganze ist doch noch ein bisschen merkwürdig. Ein bisschen strange hier. So, lass mich mal respawnen, dann spiele ich wieder als Assault. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, Engineer und Scharfschütze, das ist nicht so mein Ding. Erst recht nicht auf Karten, wo es eigentlich überhaupt keine Fahrzeuge gibt. Ist ja auch so ein Thema mit Fahrzeugen, ne? Es gab zwar die Map Caspian Border. Ne, ich spiele jetzt aber keinen Scharfschütze. Ach nee, das ist mein Extra, was ich freigeschaltet habe. Das Scope hier. Du meine Güte, ruckelt das gerade heftig. Ne, es gab eigentlich Server mit der Map Caspian Border zum Spielen. Da wurde sogar das Passwort freigegeben, allerdings bloß für einen einzigen Abend. Und ich habe das leider überhaupt nicht mitbekommen. Das heißt, ich konnte da gar nicht drauf spielen. Und mittlerweile... Oh, schon wieder. Und mittlerweile wurden die Server leider alle wieder abgeschaltet, auf denen Caspian Border lief. Beziehungsweise haben die jetzt Operation Metro auf Operation Metro umgeschaltet. Finde ich schon ein bisschen schade, dass sie das nicht drin lassen.